Und das Riesentor von Günther! Was ist denn hier los? Sensationelles Teil von Marius Bülter. Ich glaube, das Spiel hat heute gezeigt, wenn er in der Position ist, in der ja, ich mir ihn auch vorstelle, dann kommt er auch zu Torchancen. Und wir haben daran gearbeitet, vor allen Dingen auch in der Woche, viel über Video, viel über auch Training, zu wissen, okay, wo kriegt er letztendlich seine Abschlüsse? Und in den letzten Spielen war es wo, da ist er viel immer auf den Flügel ausgewichen, viel dort versucht, Aktionen zu starten. Und wenn der Ball dann reingespielt wurde, dann war er oft immer ja, nicht in diesem torgefährlichen Bereich. Und für mich war es schön, dass er in der ersten Halbzeit schon zwei Dinge hatte, die er hätte, vielleicht hätten verwerten können. Und die Tore waren alle insgesamt auch von der Art und Weise schön. Ja, ich hatte gerade schon erste Halbzeit ein, zwei oder ein Riesending, was ich machen muss. Ist natürlich für mich persönlich auch schön, wieder zu treffen. Wir haben es gut gemacht, wir haben weiter nach vorne gespielt, haben uns heute auch endlich mal viele Torchancen erarbeitet und dann auch ja, mal viele Tore geschossen.